Und ich übergebe das Wort an Frau Reumann und schaue mal auf die Uhr. Ja, 2 Minuten haben wir noch, aber die Zeit ist ohnehin knapp bemessen. Wenn Sie wollen, können Sie gerne starten. Ja, gerne. Ja, schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Ich darf Sie begrüßen zu einem Kurzvortrag zu Navi-Unterricht neu gedacht mit lms.at. Schauen, staunen, ausprobieren. Heute werde ich Ihnen zwei relativ neue Angebote auf der bundesweiten Lernplattform lms.at vorstellen, nämlich einerseits das OTP Liebe, Sex und Co. und andererseits das OTP Physik, Schauen, Staunen, Ausprobieren. Diese beiden OTP im LMS sind auf naturwissenschaftliches Arbeiten ausgelegt, also das erste im Bereich der Biologie, das zweite, wie der Name schon sagt, im Bereich der Physik und sind für alle Schülerinnen, Lehrerinnen und Eltern kostenfrei zugänglich. Beginnen möchte ich gerne mit dem OTP Liebe, Sex und Co. Hier sind ergänzende Unterlagen zum Sexualkundeunterricht zu finden. Bevor ich Ihnen das OTP direkt im LMS zeige, gestatten Sie mir bitte, dass ich Ihnen ein paar Fakten zu diesem OTP erzähle und dann können wir gemeinsam ins LMS eintauchen. Was ist das OTP, Liebe Sex und Co? Hier gibt es Fragestellungen und weiterführende Informationen zu unterschiedlichen Ebenen der Sexualität. Besonders für die 13- bis 16-jährigen SchülerInnen sind diese Lernmaterialien hier aufgearbeitet. Es gibt auch weiterführende ergänzende Materialien bis hin zum 19. Lebensjahr. Grundsätzlich werden die Inhalte so aufgearbeitet, dass es Kontrollfragen gibt, die dann nach Beantwortung einen kurzen Informationstext zum Inhalt ja, veranschaulichen. Weiters sind auch direkt auch in den Fragen Beratungsmöglichkeiten angeführt, wo Kinder sich Hilfe oder Informationen holen können, wenn sie selbst Fragen oder weiterführende Fragen haben, die mit der Lehrperson nicht geklärt werden können oder auch nicht geklärt werden wollen. Wir sehen, wir sind hier in einem sehr, sehr heiklen Thema unterwegs. Deswegen hat hier die Kollegin, die dieses OTP auch erstellt hat, sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Inhalte sehr sensibel vermittelt werden. Die Vermittlung von Basiswissen, also die Vermittlung von Basiswissen im Bereich der Sexualität ist eben das Ziel dieses OTPs. Und es ist zu erwähnen, dass es vor allem für den Unterrichtseinstieg beziehungsweise zur Ergänzung zum normalen Sexualkundeunterricht geeignet ist. Was ist die Konzeptidee hinter dem OTP Liebe, Sex und Co? Es wird auf alle Fälle sehr viel Wert auf Diversität gelegt. Die Kinder können sich eigenständig mit diesem oft sehr heiklen Thema auseinandersetzen. Es sind weiterführende Links und Literaturtipps angeführt, ebenso Notrufnummern, Jugend- und Familienberatungsstellen sowie Hinweise zu Kinder- und der Jugendanwaltschaft. Besonderheiten sind, dass in diesem OTP oder mit Hilfe des OTPs vor allem eine Schulung und eine Förderung des sensiblen Umgangs eben im Bereich der Sexualkunde gefördert wird. Ebenso soll ein Verständnis für Individualität vermittelt werden. Natürlich soll auch Vorurteilen bzw. Gewalt und Respektlosigkeiten entgegengewirkt werden. Und durch das OTP sollen die Lernenden eine Gesprächsbasis über Sexualität finden. Ich habe vorhin erwähnt, dass das OTP so aufgebaut ist, dass es mit Kontrollfragen erstellt wurde. Hier ist aber wichtig zu erwähnen, dass es keine Punkte- und Notenangaben bei den Aufgabenstellungen gibt, damit eben einem Leistungsdruck entgegengewirkt wird. Im OTP selbst gibt es dann noch einen Exkurs, nämlich über die Sexualität in der Tierwelt. Gut, werfen wir nun gemeinsam einen Blick in das OTP Liebe, Sex und Co. Dazu beende ich meine Präsentation kurz und teile meinen Bildschirm. Wenn Sie
im Browser auf lms.at wechseln, beziehungsweise Sie müssen gar nicht auf die Startseite kommen. Sie können auch gleich lms.at OTP eingeben. Und wenn Sie nach unten scrollen, dann kommt relativ weit unten der Bereich der Naturwissenschaften. Und hier findet man an zweiter Stelle das Liebe, Sex und Co. Bereits auf der Startseite erhält man einen guten Überblick über die Themen, die hier angesprochen werden. Man hat hier einen Einstieg einfach zur Begrifflichkeit Sexualität bzw. Basics, Basisinfo, Grundlagen. Es wird auf den männlichen und den weiblichen Körper eingegangen, Geschlechtsorgane und so weiter. Ein wichtiger Bereich ist ebenso Schwangerschaft und Verhütung bzw. Geschlechtskrankheiten. Ebenso ein großer Punkt sind Medien und Gewalt. Auch dies wird hier thematisiert. Und wie bereits erwähnt, wird auch auf die Sexualpraktiken bei Tieren eingegangen. Für die Lehrperson an sich gibt es zunächst eine allgemeine Information, die gelesen werden kann. Hier wird eben noch einmal genau erklärt, wie das OTP verwendet werden kann. Es sind, wie erwähnt, Linktipps bzw. Beratungsstellen angeführt und eben auch weiterführende Materialien. Werfen wir nun gemeinsam zum Beispiel in den Bereich Schwangerschaft. Hier findet man ein E-Buch in Form des Buches. Es gibt ja auch einen Link zum Übungsbereich bzw. einen Wissenscheck, wenn dieser auch gerne als Überprüfungsmöglichkeit eingesetzt werden kann, bzw. einen Fragenpool. Es gibt einen Einführungstext und so weiter. Und dann einen Fragenpool, wo man einzelne Inhalte beantworten kann. Und wie bereits erwähnt, gibt es nach dem Lösen der Frage einen Informationstext dazu. Genau, das ist das OTP Liebe, Sex und Co. Wie bereits erwähnt, kann es als Unterrichtseinstieg verwendet werden, beziehungsweise Kinder haben hier die Chance, sich eigenständig mit den Inhalten vertraut zu machen. Gut, ich wechsle nun. Gibt es von Ihrer Seite vielleicht bereits Fragen zu diesem OTP? Dann bitte gerne. Sonst würde ich mit dem zweiten OTP Physik schauen, staunen, ausprobieren, weitermachen. Okay. Gut, ich hoffe, der Bildschirm wird wieder richtig angezeigt. Beziehungsweise ich werde das noch einmal ändern. Im Moment ist die Seitenleiste noch sichtbar. Jetzt alles gut. Perfekt, super. Gut, wie erwähnt, möchte ich das OTP Physik schauen, staunen, ausprobieren. Weiters anführen, hier ist zu erwähnen, dass dieses OTP diesjährig der Sieger des Industriellen Vereinigungs Teachers Award war, nämlich im Bereich MINT. Gestatten Sie mir ein paar Vorbemerkungen zu diesem OTP. Physik gilt als die Voraussetzung, um Technik und Innovation in der Gesellschaft und Wirtschaft voranzutreiben. Wann wird dieses Fundament gelegt? Nämlich ab der 6. Schulstufe, sagt der österreichische Lehrplan. Ab der 6. Schulstufe wird Physik eben in den Mittelschulen bzw. in der AHS-Unterstufe unterrichtet. Tatsache ist, dass es viele fachfremde LehrerInnen in der Sekundarstufe 1 gibt und dass hier eben nicht mehr gewährleistet werden kann, dass Physik wirklich korrekt auch oder annähernd korrekt unterrichtet wird. Tatsache ist auch, dass das naturwissenschaftliche Interesse bei Kindern sehr, sehr groß ist. Und genau das hat eben auch Einfluss, in welchem Bereich sich Kinder später positionieren.
Was ist nun das OTP Physik, diese Community? Hier gibt es digitale E-Bücher. Diese stehen also an einem zentralen Ort, nämlich wieder auf LMS zur Verfügung und sind jederzeit zugänglich, wie eben auch vorhin das OTP Liebe, Sex und Co. Hier sind kindgerechte Materialien zu unterschiedlichen Themen des Physiklehrplans erstellt worden. Und diese knüpfen eben an die Alltagserfahrungen der Kinder an. Wozu dienen die E-Bücher? Sie dienen zum Selbststudium. Das heißt, es kann hier ein eigenverantwortlicher und selbstständiger Wissenswert erfolgen. Beziehungsweise sie können, wie bereits vorhin erwähnt, direkt im Unterricht eingesetzt werden, um eben Themen zu besprechen. Kurze Übersicht über den Aufbau der E-Bücher. Grundsätzlich ist es so, dass ein physikalisches Experiment bzw. Phänomen durch ein Video erklärt wird. Es gibt danach eine Anleitung, um dieses Experiment selbstständig durchzuführen. Danach folgt eine physikalisch richtige Erklärung des Experiments. Und interaktive Kontrollfragen dienen das Thema ab. Sie dienen einerseits natürlich zur Kontrolle, andererseits wollen sie die Inhalte auf neue Anwendungssituationen heben. Für wen sind die E-Bücher im OTB Physik? Sie sind grundsätzlich für die Sekundarstufe 1. Die Inhalte des Lehrplans der zweiten und dritten Klasse sind bereits vollständig ausgearbeitet und die Themen der vierten Klasse werden zurzeit eingearbeitet. Das bedeutet, dass mit Ende des Schuljahres damit zu rechnen ist, dass eigentlich die ganzen Unterstufen, also die Themen der gesamten Unterstufe bzw. Mittelschule in diesem OTB kindgerecht aufgearbeitet sind. Ebenso gibt es einzelne E-Bücher aus der Sekundarstufe 2, die eben weiterführend gedacht sind. Hier werden oft schwierigere Mathematikaufgaben gestellt. Die Sprache ist auch eine andere, ist eben nicht mehr so kindgerecht wie für die Sekundarstufe 1. Das Ziel ist es, die Begeisterung für Physik natürlich zu steigern, denn Interesse an den Naturwissenschaften kann natürlich nur dann passieren oder nur dann bei den Kindern erscheinen, wenn es Verständnis für die einzelnen Phänomene gibt. Zurzeit zählt das OTB Physik mehr als 50 E-Bücher. In diesem Schuljahr sind bereits mehr als 900 Personen in dieser Community. Das sind LehrerInnen und SchülerInnen aus Mittelschule, AHS, BHS und Berufsschulenbereich. Und viele dieser LehrerInnen und SchülerInnen setzen diese E-Bücher bereits ein. Gut, wir wollen nun auch gemeinsam einen Blick in das OTB Physik werfen, damit es nicht nur theoretisch bleibt. So. Jawohl, Moment. Dazu kann man wie vorhin wieder auf lms.at OTB wechseln. Hier ist das OTB Physik unter den neuesten Angeboten angeführt, beziehungsweise wie vorhin das OTB Liebe, Sex und Co. im Bereich der Naturwissenschaften. Man hat hier auf der Startseite bereits einen groben Überblick über die großen Themen der Physik und unter allen Teilüberschriften, die verlinkt sind, zu diesen gibt es bereits E-Bücher. Zum Beispiel im Bereich der Bewegungslehre, erstes Newtonsches Gesetz. Hier ist das E-Buch eben, wie bereits erwähnt, mit einem kurzen Impulstext. Also es wird darauf hingewiesen, was als nächstes, also welches Phänomen erscheinen soll. Es gibt ein Video eben zu diesem Phänomen. Das kann man gerne dann anschauen. In diesem Fall ist das eben das Newtonsche Gesetz, das Trägheitsgesetz, das hier mit das Versuch dargestellt wird. Es erfolgt dann eine Beschreibung, wie dieser Versuch selbst durchgeführt werden kann. In diesem Fall auch mit dem Hinweis eben, dass es sich um einen etwas gefährlicheren Versuch handelt. Man soll sich von einem Erwachsenen helfen lassen.
Und danach gibt es eine physikalisch richtige Erklärung. In diesem Fall ist sie kurz gehalten, was natürlich auch an die Bedürfnisse der Kinder angepasst ist. Man darf nicht vergessen, klassische Mechanik, sehr schwieriges Thema, auch sprachlich, wird aber in der sechsten Schulstufe oder steht im Lehrplan der sechsten Schulstufe. In diesem E-Buch gibt es dann ein nächstes Video, auch dieses, diesmal ein wenig, also nicht so gefährlich, wird beschrieben und auch eine Durchführung selbst kann erfolgen. Und zum Schluss gibt es eben Kontrollfragen, mithilfe derer man das Gelernte prüfen kann. Genau. Gerne zeige ich Ihnen noch weitere Bücher, zum Beispiel im Bereich Elektromagnetismus. Zum Beispiel elektromagnetische Induktion. Das wäre vierte Klasse. Dieses Video ist nun ein wenig anders aufgebaut, denn hier benötigt man wirklich Equipment aus dem Physiksaal. Deswegen bietet sich eben das Zeigen des Videos sehr an, vor allem wenn man vielleicht im eigenen Physiksaal gewisse Dinge nicht hat. So kann man das hier präsentieren, wenn man es zum Beispiel im eigenen Unterricht einsetzen möchte. Genau. Es wird dennoch beschrieben, wie der Versuch selbst durchgeführt werden kann. Und man sieht hier, dass die Erklärung wesentlich größer ist als vorher, beziehungsweise umfangreicher, ist natürlich auch ein schwierigeres Thema. In diesem E-Buch gibt es dann auch eine Animation, mit der man den Versuch nachstellen kann. Und zum Schluss wieder Kontrollfragen. Die E-Bücher unterscheiden sich in Bezug auf die Schulstufe bzw. den Schultyp, in dem vorangestellt SEC 1 bzw. SEC 2 ist. Das bedeutet, SEC 1 elektromagnetische Induktion ist für die Unterstufe, SEC 2 für die Oberstufe. In diesem Fall, also wir haben gerade gesehen, dass das E-Buch für die Unterstufe, also das haben wir gerade gesehen, in der Sekundarstufe 2 wird dann noch näher auf das Phänomen eingegangen. Diese Seite zum Beispiel ergänzend kommt in der Unterstufe nicht vor, wäre einfach zu schwierig, um das näher zu besprechen. Ja. Beziehungsweise Spannung und Stromstärke. Hier wird viel gerechnet. Hier gibt es eben Tabellen und so weiter. Jawohl. Gut. Das wäre, also wenn Sie mit LMS arbeiten, haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, diese Inhalte selbst in Ihren Kurs zu verknüpfen, damit sie für die Kinder zugänglich sind, damit eben ausgewählte Bücher für die Kinder zugänglich sind. Ja, Sie haben die Möglichkeit, auch in Supplierstunden dies zu nutzen. Und sonst steht es Ihnen eben über die Seite lms.at OTB zur Verfügung. Gut, gibt es noch Fragen von Ihnen, von Ihrer Seite? Dann gerne. Ich war jetzt ein bisschen schneller, als ich es geplant habe. Gut, wenn noch Zeit bleibt, dann kann man gerne noch was herzeigen oder wir geben den Teilnehmern noch ein bisschen Zeit, Fragen zu formulieren. Ansonsten muss auch nicht alle Zeit ausgenutzt werden. Ja, also
Im OTB ist natürlich auch immer der Augenmerk oder von uns Lehrenden, die diese OTBs erstellen, ist natürlich immer auch der Fokus darauf, dass die Kinder wirklich die Möglichkeit haben, sich selbst damit zu beschäftigen. Ja? Sei es einerseits im Bereich OTB, Liebe, Sex und Co., wo eben wo ein Thema angesprochen wird, das man wahrscheinlich mit 13, 14 Jahren nicht so gern mit der Lehrperson bespricht, schon gar nicht auch mit den Eltern. Kinder können hier wirklich selbst hineinschauen, können sich selbst Gedanken machen, können auch selbst reflektieren. Sich selbst erkunden in dem Sinn, wer sie sind. Wie schon gesagt, ein ganz anderes Thema, das OTB Physik, das wirklich physikalisches Fundament legen soll, das physikalische Grundlagen vermitteln soll, das auch Kinder die Chance geben sollen, wenn es vielleicht im Unterricht nicht so gut erklärt wurde, dass sie hier hineinschauen können, dass sie selbst experimentieren können, da eben die Experimente meist an die Alltagserfahrungen der Kinder angelehnt sind. Ja, genau. Also das wären jetzt so meine abschließenden Worte zu diesen beiden naturwissenschaftlichen Inhalten. Gut, vielen, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. Gerne. Viele spannende Aspekte dabei. Ich hoffe auch für unsere Teilnehmer da draußen an den Bildschirmen. Wir gehen sonst wieder in eine kurze Pause. Es wären noch 5 Minuten Zeit, falls noch etwas geklärt werden sollte. Ansonsten schaue ich in meine Liste, ob von den nachfolgenden Vortragenden schon jemand hier ist. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich und freue mich einmal auf ein persönliches Treffen mit allen Menschen, die hier in dieser Runde bei uns sind. Vielen, vielen Dank. Gut, und ich werde mich dann ausblenden. Ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben noch 2 Minuten, also zum Durchschnaufen. Wollen Sie uns dann noch ankündigen oder sollen wir uns selber ankündigen? Eigentlich nicht, weil ich lese sonst nur vom Text ab und ich denke, der Inhalt ist oft dann wichtiger als meine warmen Worte, die ich lieber zu Schluss okay. an Sie dann wende. Gut, jetzt haben wir noch 2 Minuten. Ne? Warten wir noch. Haben Sie probiert, Frau Schlager, ob das funktioniert mit der Steuerung? Nein, es geht nicht. Bei mir steht da, Andreas Schlager steuert Ihren Bildschirm. Wo muss ich da? Ich drück sowohl auf die Maus, aber wo kann ich das dann machen? Gibt es da noch was? Kann ich nur auf die Dings drücken? Sie steuern den Bildschirm von Astrid Buchstein, ne? Das steht ja da, aber ich kann ihn nicht steuern. Ich kann weder mit der Rauch runter das. Sollen wir es nochmal stoppen und nochmal neu? Jetzt, glaube ich, gehen es da unten. Nein, das weiß ich, glaube ich. Ich tue es nochmal stoppen und dann nochmal. Da muss ich noch was umändern. Okay. Ja, dann steuern Sie, Frau Buchsteiner, das geht dann. Okay. Ja, ist egal. Das ist gar nicht. So, ich glaube, wir können dann. Also, 1 Minute noch. So, jetzt ist es 5. Okay, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Präsentation von heute. Mein Name ist Andrea Schlager, ich bin Lehrgangsleiterin an der Donau-Universität Krems. Unterstützt werde ich heute von der Frau Buchsteiner und von der Frau Burian, die beide Studierende von mir auf der Donau-Universität sind und die den Lehrgang Education and Leadership, Schulmanagement bei mir besuchen.
Was wollen wir denn heute zeigen? Die Damen haben im Zuge des Lehrgangs ein Projekt gemacht, wo es um eine Welcome-Mappe für Neulehrerinnen an Schulen geht. Also das heißt, egal ob man jetzt ein Junglehrer ist oder eine Schule noch wechselt, wenn man in eine neue Schule kommt, ist immer das Problem da, dass eigentlich relativ viele Informationen vielleicht neu sind, und die Damen wollten diesem begegnen, weil das immer ein sehr großer Aufwand ist, so ein Onboarding für neue Pädagoginnen, auch vor allem durch die Direktion zu implementieren. Drücken Sie bitte weiter, Frau Buchsteiner. Was war jetzt das Projekt selber? Also das ist der Universitätsleitung Education Leadership bei uns an der Donau-Uni. Da müssen die Studierenden eine Projektarbeit machen. Die Projektarbeit selber hat bei unserem Campus 13 ECTS pro Studierenden. Das heißt, für die ganze Projektarbeit ist ein Workload von 975 Stunden eigentlich anzusetzen. Das müssen die Studierenden in 6 Monaten absolvieren. Das ist relativ ein hoher Aufwand, den sie eigentlich haben. Das heißt, pro Studierenden ist in dieser Zeit zusätzlich zu ihrer Arbeit, die sind ja alle Unterrichtende in Schulen, 325 Stunden nur alleine für diese Projektarbeit aufzuwenden. Die Vorgabe von der Projektarbeit ist ganz einfach gegeben. Wir wollten etwas mit Digitalität haben und es sollte auch was Nachhaltiges sein. Das heißt, es sollte jetzt nicht nur für uns, für die Universität, damit sie dieses Modul positiv abschließen, etwas geschaffen werden, sondern es sollte etwas geschaffen werden, wo auch wirklich weitergearbeitet werden. Da haben sich natürlich die Studierenden dann Gedanken gemacht darum, wie können sie das Problem angehen. Und da sind sie auf diese Willkommensmappe gekommen. Frau Buchsteiner, schalten Sie auf die nächste Folie bitte. Was war jetzt diese Ausgangssituation von dieser Willkommensmappe? Es hat sich eine Volksschule gefunden, wo eine der Studierenden auch tätig war. Es war eine Volksschule in Niederösterreich. Da ist festgestellt worden, das war ein sehr junges Team, und durch das Wachsen der Schule und durch einen starken Wechsel im Kollegium, weil es ein sehr junges Kollegium auch war, waren auch teilweise immer wieder Schwangerschaft und Austauschungen, und das Team ist halt sehr groß gewachsen. Auch die Schüler sind gewachsen, weil die Schule eben größer gemacht worden, umgebaut worden und zusammengewachsen ist. Es war dadurch auch ein erhöhter Informationsbedarf von allen Beteiligten da, und auch vor allem, und da hat man das auch gesehen, was, wenn so etwas da wäre in der Situation von Corona, wie man das Ganze angehen könnte. Und es hat so in der Schule so eine Art Mappe gegeben, die immer aber Zettelwirtschaft mit sich gebracht haben. Und in Zeiten von Corona hat man auf diese Mappe eigentlich nicht zugreifen können, weil die ja in der Schule gestanden ist, sonst durfte ja keiner in die Schule gehen eigentlich. Deswegen haben die Lehrer dann gewisse Informationen dann anders mühselig sich versucht zu erkunden. Und daher ist bei den Studierenden die Idee geboren worden, eine Willkommensmappe digital zu machen. Gehen Sie bitte auf die nächste Seite. Das war der Lösungsansatz, den Sie gedacht haben, also eine Willkommensmappe, wo Sie 2 Ebenen sich von vornherein gedacht haben. Eine ist auf Ebene der Bildungsdirektion, wo man sagt, hier könnte man, was braucht man für Informationen, die über die Bildungsdirektion laufen, wo auch die Bildungsdirektion die Verantwortung für diese Information hat. Und die zweite ist irgendwas, schulinterne Informationen, was brauche ich alles von der Schule. Zuerst war angedacht, ein PDF digital anzulegen, dann war eine Homepage anzulegen, und dann sind sie eigentlich durch ihre Betreuung auf ein Tool gekommen, das sich Ovus Play gekommen ist, wo sie auch natürlich dann mit einem Unternehmen zusammengearbeitet haben, und was dann der Benefit auch für das Unternehmen war, sie konnten auch mit ihrer Projektarbeit auch das digitale Tool auch wesentliche Inputs geben den Unternehmen, dass sie das verbessern konnten. Gehen Sie vielleicht auf die nächste Seite. Das ist jetzt das Projektteam, das Projektleitung hat die Frau Burian gehabt. Sind alles 3 Volksschullehrerinnen. Die Frau Burian ist in Niederösterreich Volksschullehrerin. Dann war auch im Projektteam die Frau Buchsteiner. Die beide unterstützen mich heute auch mit diesem Vortrag. Die werden dann auch das Tool direkt vorstellen. Und die dritte im Bund ist die Frau Steinhoff, die leider heute aus Corona-bedingten Gründen nicht dabei sein kann. Die nächste Seite, da sehen Sie dann auch noch, wie
viel Arbeit das ganze Projekt war, also was sie alles gemacht haben. Sie haben das natürlich nicht aus dem Bauch heraus gemacht, sondern sie haben sich natürlich sehr an Projektmanagement-Ideen angehalten. Sie haben einen Fragebogen vorher erstellt. Sie haben auch eine Recherche durchgeführt an den Schulen und auch bei der Bildungsdirektion, was alles in den Onboarding kommt. Auch an Onboarding, da haben Sie sich sehr an Erfahrungen auch aus der Wirtschaft bedient. Dann haben Sie einen Fragekatalog entfernt, dann haben Sie einen Leitfaden gemacht und haben Sie sich sehr mit der App auseinandergesetzt, was die für Möglichkeiten bietet. Und dann haben Sie natürlich auch einen Flyer und das Ganze auch evaluiert. Und das sind dann auch über die Evaluation eben dann Verbesserungsvorschläge für das Tool selber gekommen. Die nächste Seite sehen Sie dann noch, das ist Ovus Play, das ist oben rechts, ist der Herr Hannes Amon, der hat Sie sehr unterstützt und der Betreuer, der Herr Banzenberg, war von uns, von der Uni Ihnen zur Seite gestellt, dass Sie das Ganze dann wirklich auch gut umsetzen konnten. Wie schaut jetzt die Lösung aus? Jetzt noch die letzte Seite. Das ist dann diese Lösung, wo jetzt da auch der QR-Code dann drauf ist. Sie haben dann nachher noch die Möglichkeit, das einmal noch anzuschauen. Aber jetzt wollen dann die Damen selber, die Studierenden selber, das als ihr Ergebnis von ihrer Projektarbeit präsentieren. Bitte schön. Gut, danke für die einleitenden Worte, Frau Schlager. Ich werde Ihnen jetzt die App beginnen zu zeigen und meine Kollegin Frau Buchsteiner wird dann weitermachen. Wie Sie sehen, gibt es zwei Themen, die Bildungsdirektion und den Schulstandort. Für unseren Prototypen haben wir uns jetzt für die Bildungsdirektion Niederösterreich entschieden, weil dort auch der Schulstandort liegt. Natürlich haben wir für jedes Bundesland eine eigene Bildungsdirektion, weil sich ja die Formulare und die Links vom Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Das heißt, die Lehrperson, wenn sie sich anmeldet, würde dann angeben, in welchem Bundesland sie arbeitet und das richtige Thema, die richtige Bildungsdirektion für ihr Bundesland zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn wir jetzt da hineinklicken, sehen wir, dass wir drei Decks angelegt haben für Lehrerinnen, für die Karenz und für die Eltern. Diese beinhalten die Formulare und die Links. Es ist so, dass wir die ganzen Formulare und Links anhand einer Umfrage unter unseren Kolleginnen getroffen haben, aber da ist Luft nach oben noch offen. Also wir haben jetzt sicher nicht alles abgedeckt, was man brauchen könnte. Gut, jetzt schauen wir da einmal hinein. Jedes Deck beinhaltet Karten und jede Karte beginnt mit einer Indexseite, wo alle Formulare und Links in einem Überblick aufgegliedert sind. Das heißt, falls eine Lehrperson ein bestimmtes Formular sucht, kann sie hier nachschauen, ob sie das in diesem Deck findet. Wenn wir uns jetzt die erste Karte anschauen, die Karten sind immer sehr ähnlich aufgebaut. Es ist immer ein Bild, ein passendes Bild, dann ein einleitender Text und dann der Link, der unterstrichen ist. Hier kommt man zum Portal, um einen Reiseantrag zu stellen. Wenn man auf den Link klickt, wird man weitergeleitet zum Serviceportal vom Bund und kann hier sich anmelden. Gut, gehen wir zur zweiten Karte. Wie Sie sehen, die Karten eben sind sehr ähnlich aufgebaut. Hier haben wir den Link, um die Reisekosten einzureichen und abzurechnen. Auch hier würden wir jetzt auf dieselbe Seite wieder weitergeleitet werden. Die dritte Karte zeige ich Ihnen hier jetzt noch. Das ist das Formular, um eine Abrechnung einer Schulveranstaltung durchzuführen. Sie sehen, hier ist auch im Text schon das Wort Schulveranstaltung fett geschrieben und unterstrichen. Wenn wir da draufklicken, öffnet sich von unten ein neues Fenster und das beinhaltet den Gesetzestext zu Schulveranstaltungen. Als Junglehrerin, so wie ich eine bin, weiß ich jetzt nicht genau, was fällt alles unter Schulveranstaltungen und kann hier nochmal nachlesen und mich besser informieren. Ganz unten gibt es dann auch einen Link, der zur Landeslehrerseite Niederösterreich führt, wo Sie bei den Gesetzestext noch einmal in ganzer Form sehen.
Genau, das heißt, wir haben da ein Glossar erstellt mit den wichtigsten Wörtern und haben sie verlinkt mit dem Gesetzestext. Wenn wir jetzt auf diesen Link für die Schulveranstaltung Abrechnung klicken, kommen wir zur niederösterreichischen Landeslehrerseite, zur Downloadseite für das Formular. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, dass wir direkt durch den Link das Formular downloaden, weil diese Formulare werden immer wieder aktualisiert. Und damit wir nicht immer nachschauen müssen, ist es jetzt das Aktuellste, kommen Sie eben auf die Download-Seite, damit Ihnen immer ja, das Aktuellste zur Verfügung steht. Genau, das ist jetzt ein kurzer Einblick in die Bildungsdirektion. Wie schon gesagt, es gibt eben verschiedene Decks, sie beinhalten Karten und jede Karte beinhaltet ein Formular, einen Link, der Ihnen weiterhilft, um das Formular zu finden, das Sie gerade suchen. Genau, jetzt gebe ich weiter an meine Kollegin Frau Buchsteiner. Hallo, von mir. Ich darf jetzt, also man kann die Karten entweder durchscrollen, die ganzen, und sich durch ansehen, oder man kann mit dem Pfeil links oben jederzeit zurück auf das nächste, auf das vorherliegende Thema kommen. Das war jetzt die Bildungsdirektion. Und dann gibt es noch den Schulstandort, der kann von Schule zu Schule unterschiedlich gestaltet werden und angepasst werden, was gerade benötigt wird. Und hier ist wieder genau gleich aufgebaut, also das ist das Thema Schulstandort und es gibt die verschiedenen Decks, die zur Verfügung sind, die auch wieder Karten beinhalten. Die Fotos können auch ausgetauscht werden, das geht ganz einfach. Auch hier finden Sie am Anfang die erste Karte, was finde ich in diesem Deck, was ist vorhanden, in diesem Fall jetzt der Stundenplan für das ganze Schuljahr, für die erste Schulwoche, welche Formulare muss ich zu Schulbeginn abgeben. Das sind die Themen, die beim Fragebogen von den Lehrpersonen, die wir befragt haben, rückgemeldet wurden. Wie man hier sieht, gibt es auch unterschiedliche, also hier ist wieder das Foto und der Text. Aber es gibt auch verschiedene Formen der Karten. Also da ist zum Beispiel, dass dann ein Bild erscheint. Da kann man das wieder schließen. Das ist jetzt der Stundenplan. Oder dann gibt es nur so Flipkarten. Da steht hier ein Text und ein passendes Bild. Und auf der Rückseite ist dann ein weiterer Input. Oder man kann auch, also da kann man auch wieder jederzeit zurück auf die Hauptseite kommen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man Videos einbaut, dass da ganz kurze Interaktionen gestaltet werden. Ja, und von unserer Seite aus gibt es eben diese Version mit dem jeweiligen Bundesland und es steht auch dann für Schulen, die interessiert sind, gibt es diesen Schulstandort mit leeren Decks, also die Überschriften von den Decks sind vorhanden, aber der Inhalt ist leer. Die kann man dann einfach befüllen. Also das ist dann die Schnellversion, sage ich mal. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man die ganz leicht an die Schule anpasst und für sich gestaltet, wie man das möchte. Ja. Was uns ganz wichtig war, ist, dass es eben eine App ist, die von einer Firma gesteuert und gestaltet wird. Das heißt, man muss sich nicht immer eine neue Version kaufen. Das wird, die Updates passieren automatisch über die Apps, wie das bei allen anderen Apps auch funktioniert. Das heißt, auch die Weiterentwicklung, so wie wir jetzt schon mit einigen Inputs oder Fragen oder Wünschen an die Firma Ovos getreten sind, die werden gerne aufgenommen und es wird dann versucht, die App weiterzuentwickeln, sofern das möglich ist. Ja, eben wie gesagt, sie ist sehr anwenderfreundlich und leicht zu bedienen. Also man muss kein Programmierer sein, um diese App anschaulich gestalten zu können. Es gibt da ganz eine leichte Maske, wo man die Dinge einfügen kann, wo man auch einen Text copy und paste, wenn es die Formular oder die Willkommensmappe an der Schule schon gibt, dann kann man den Text auch einfach hineinkopieren und dann ist der Inhalt schon drinnen.
Also das ist alles möglich. Auch die Verlinkung zu Seiten ist sehr einfach gestaltet und eben immer ganz wichtig, individuell auf den Schulstandort anpassbar. Was auch noch von der App sehr ansprechend ist, dass man sie von jedem Device eigentlich verwenden kann. Es ist sowohl verwendbar von einer App, es ist von einem iPad, von einem Pad zu verwenden, aber auch einen normalen PC zu verwenden. Also da gibt es keine Einschränkungen. Prinzipiell sind die drei Damen jetzt so verblieben, die drei Studierenden, mit der Firma, dass sie jetzt für ein Jahr diese App nutzen können und auch weiterentwickeln können und auch weiter befüllen können. Das heißt, wenn eine Schule mal ein Interesse hat, sich das anzuschauen, dann wäre die Gelegenheit, dass sie sich an eine der drei Studierenden wenden. Frau Buchsteiner, wenn Sie vielleicht nochmal den Flyer einblenden, dass sie sagen, okay, ich würde das einmal bei einer Schule ausprobieren. Die momentane Situation ist so, dass nur für den Schulstandort in Niederösterreich einmal das Grundgerüst da ist zur Bildungsdirektion in Niederösterreich, wobei manche Sachen natürlich eh bundesweit gleich sein, nur die speziellen niederösterreichischen Sachen dann vielleicht nicht. Also man könnte das auch dann bundesländerübergreifend dann das Ganze verlinken und dann, was auch dann dazu kommt, ist, dass dann der Schulstandort, der muss dann sowieso extra befüllt werden. Man kann sich dann dieses Gerüst halten, was die drei Damen sich schon überlegt haben. Das ist natürlich für eine Volksschule jetzt entwickelt worden, dieses Konzept, was die jetzt gemacht haben, weil alle drei in einer Volksschule unterrichten. Wenn man das für eine neue Mittelschule braucht, braucht man vielleicht ein bisschen andere Aufgliederung und andere Themenbereiche noch. Aber das ist ja vom Aufbau her selber gibt es ja keine Eingrenzung von der App, wie viele Karten man hat. Also die Decks sind immer die Karten, die man dann hat. Ja? Oder die Themen, die Hauptthemen. Da muss man sich halt selber mal prinzipiell eine Grundstruktur als Schule überlegen, wie man das gerne aufbauen möchte. So, wir sind jetzt fast zeitgerecht fertig. Es wäre jetzt noch Zeit, glaube ich, 5 Minuten für Fragen, falls von Ihrer Seite irgendwelche Fragen sind. Ich hätte es als so aufgefasst, als ob es eine, können Sie mich verstehen? Ja, ja. Als ob es eine Art der Lern-App wäre, dass man auch Lerninhalte einfüllen kann. Kann man auch. Die kann man auch. Also man kann diese als Lern-App, deswegen sind auch diese Karten zum Wenden da, das ist von der Lern-App her abgekupfert. Man kann das aber auch anders, man kann auch eine Struktur von Lernsachen verwenden mit dieser App. Da muss man sich aber dann natürlich gesondert mit der Firma in Verbindung setzen. Aber eben, wir wollten auch herzeigen, dass man auch für die Schulleitungen und auch für die Digitalisierung, auch für den Lehrkörper etwas eigentlich machen kann, wo die auch die etwas schnell nachschlagen müssen, dass man nicht was sonst andere, so ein Info-Wiki oder so etwas haben, dass das genauso funktioniert und nämlich auch von zu Hause aus funktioniert. Das war ja gerade unter Corona auch ein großes Thema. Und für das Bundesland bleibt die linke Karte, bleibt in dem Fall pro Bundesland gleich, aber die Schulstandort ist da ein anderer. Ja, eben nicht. Genau. Nach der Beschreibung hatte ich so aufgefasst, dass es eher für Lerninhalte ist, darum frage ich nochmal nach. Aber das wäre nicht die App. Auch für Lehrer. Genau. Na, dann ist aber, da muss man dann extra mit der Firma einen Deal machen oder so. Genau. Eben. Aber die Firma ist sehr kooperationsbereit, muss man schon sagen. Also wir arbeiten auf der Uni in verschiedenen Lehrgängen mit dem Tool zusammen und das funktioniert gut. Also man muss sich natürlich das immer aushandeln. Das ist klar. Danke. Dann. Sonst noch Fragen? Wenn nicht, dann... Gut, vielen lieben Dank auch von meiner Seite für die netten Ausführungen. Ich verstehe die Intention. Ich war vor 6 Jahren auch einmal Anfänger oder ein Junglehrer und kenne die Tücken, wenn man nicht durch den Dschungel der Formulare sich durchwinden kann, und hätte mir damals auch schon was Digitales gewünscht und keine Ordner, die irgendwo im Konferenzzimmer staubig herumstehen und dann nicht aktuell sind. Insofern Hut ab, vor allem Bemühungen in diese Richtung, weiter so. Ich weiß, es ist schwierig, sich hier zu etablieren, aber jede Initiative soll entsprechend forciert werden. Also das gutes Gelingen auf jeden Fall.
So, ich kann Sie gerade nicht hören, vielleicht sind Sie noch... Das war auch die Intention von den Studierenden, sage ich. Ja. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle, wünsche noch einen schönen Tag. Ich schalte Sie wieder kurz, oder Sie können sich selbst... Dankeschön. Ja, herzlichen Dankeschön. Dank. Schönen Tag noch und alles Gute. Und bei uns geht es dann weiter in knapp 10 Minuten. Treffen wir uns noch kurz in meinen Zoom-Raum, Frau Buchsteiner?